einen Umschlag auf. Verkünde, dass der Gewinner der Kategorie Vlogs der Kanal. Der Ziegenflüsterer oder der Schafflüsterer. Guck mal, wie es sich anguckt. Das will nicht. Bedeutet, Gott sei Dank auch, weil ihr seht schon am Wetter, je südlicher wir gekommen sind, tatsächlich, desto regnerischer und desto kälter wurde es. Logischerweise, weil weiter weg vom Äquator. Aber es ist schon ein heftiger Unterschied. Also auf der Nordinsel und generell weiter Norden waren immer so 25, 30 Grad Sonnenschein. Und jetzt hier, so sage ich mal, im letzten Drittel von der Südinsel war es immer recht kalt und ziemlich regnerisch. Deswegen sind wir jetzt ganz froh, dass wir jetzt weiter nördlich endlich wieder kommen. Heute ist das Etappenziel, nach Deniden zu fahren. Da verbringen wir zwei Nächte, schlafen wir auch. Gibt es komischerweise bzw. glücklicherweise einen kostenlosen Campspot mitten in der Stadt. Also das hat schon Vorteile. Und dann ist die Südinsel auch schon abgehakt tatsächlich. So viel kommt da gar nicht mehr. Guck mal, weil ich krass finde, im Südpol sind gerade mal noch 4800 Kilometer in die Richtung. Da unten irgendwo ist ein Haufen Eis schon. Ist gar nicht mehr weit zum Äquator. Das ist länger als zum Südpol von hier. Vanessa und ich sind jetzt an unserem heutigen Spot angekommen, und zwar sind wir direkt in der Innenstadt von Deniden tatsächlich. Ich glaube, es ist mit der hässlichste Spot, wo wir jemals geschlafen haben, aber was mega cool ist, die Stadt Deniden hat hier gerade so ein Projekt am Laufen, wo für ein halbes Jahr halt kostenlos Free Camping angeboten wird. Es ist direkt hinter dem Bahnhof, also wie gesagt echt nicht schön und alle sind wie die Sardinen aufeinander, aber es ist scheißegal, weil es ist kostenlos und es gibt sogar vorne ein Waschbecken und halt Dixie-Toiletten. Ne? Also es ist völlig ausreichend für eine Nacht, beziehungsweise wir werden hier nochmal eine Nacht morgen schlafen. Ist echt mega gut auf jeden Fall. Zweiter Tag. Wir sind jetzt an der steilsten Straße der Welt angekommen und man sieht schon, überall parken die Autos, außer auf der Straße. Guck mal, Leute, der Gehweg ist sogar so steil, das kommt gar nicht so rüber, aber dass die hier sogar Treppen hinbauen. Wie ihr sehen könnt, die Straße hat eine sehr, sehr steile Steigung, 35 Grad. Und ich finde an dem Haus hier, die Straße hat eine Steigung von 35 Grad und ich finde, wie man hier an dem Haus besten. Die Straße hat übrigens eine Steigung von 35 Grad. Also es ist echt nicht ohne und ich finde, an dem Haus hier kann man es tatsächlich auch am besten erkennen, wie steil es eigentlich ist. Guckt es euch an. Wie man runterläuft, hey, komm, aber ich stelle einfach hin, wir laufen beide runter. Nee. Da muss man ja wieder hoch. So, das ist jetzt übrigens der Bahnhof für Deniden. Deniden ist sehr schottisch angehaucht tatsächlich. Also man findet hier ganz, ganz viele schottische Einflüsse. Unter anderem ist ja auch hier in Deniden das einzige
Schloss bzw. die einzige Burg von ganz Neuseeland. Sieht schon echt cool aus. Und da vorne auch der Lorcourt. Sieht echt beeindruckend aus tatsächlich. Gebt euch mal voll krass, oder? Santiago, 9200 Kilometer weg. Dann hier London, fast 19.000 Kilometer. Sydney, lustigerweise, genau 2019 Kilometer. Dann zu den Public Toilets, 100 Meter nach längs. Jetzt zeigen wir mal, machen wir den Indianer. Jetzt mal noch. Indianer! Servus! Mal, das ist so ein Motel hier und hier hat jeder, der in dem Hotel schläft, seinen eigenen Parkplatz bzw. seine eigene Garage. Mega nice. 6 Stunden später. So, heute ist der 26. Januar. Heute ist die Julius Award Verleihung. Für uns ist das aber erst morgen früh, weil in Deutschland ja dann quasi erst der 26. abends ist. Sind wir schon mal gespannt, aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist eigentlich ganz lustig. Wir haben ja hier diesmal 2 Türen, also einmal hier eine Schiebetür, so hatten wir bei uns im Auto in Australien quasi auch die Tür auf der Seite und auf der anderen Seite nochmal auch die gleiche Tür. Aber wir haben uns das durch Boris so angewöhnt, auf diese Seite rauszugehen, dass wir die andere Seite, auch wenn es viel praktischer wäre, quasi 90% gar nicht nutzen und eigentlich nur diese eine Tür benutzen. Eigentlich ist es doof, aber da merkt man mal wieder, was der Mensch für ein Gewohnheitstier ist. Genau, und dann geht es jetzt auch gleich schon in die zweite Kategorie. Jetzt geht es in die zweite Kategorie und das ist die Kategorie Vlogs. Genau. Das ist eine sehr große Kategorie dieses Jahr gewesen, eigentlich auch letztes Jahr schon. Aber es haben sich da ein paar starke durchgesetzt. Das sind dann unsere Nominierten. Und möchtest du uns was über die Experten erzählen in dieser Kategorie? Das kann ich gerne tun. Also als Experten konnten wir da die Leonie und die Lena von Consider Cologne für uns gewinnen, die sich alle oder fast alle Kanäle in der Kategorie Vlogs angeguckt haben und wie wir gerade gesehen haben, waren das eine Menge. Insgesamt haben sich übrigens 170 beworben beim Julius Award. Also, und da wünsche ich euch viel Spaß mit der Kategorie Vlogs. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Viel Spaß! Grüße aus Tokio! Hallo aus Brüssel! Bangkok! Kula aus Kailana! Osaka! Bukitsingi! Medana! Hi, mein Name ist Mustafa und ich drehe Vlogs. Unsere Plätze sind ganz oben. Man kann die gesamte Arena sehen. Hi, ich heiße Vanessa, bin 19 Jahre alt. Ich heiße Maxi, bin 21 Jahre alt. Und gemeinsam möchten wir mit euch die Welt bereisen. Auf unserem Kanal. Wir nehmen Lifestyle! Ja, wie ja eben schon erwähnt worden ist, ist die Kategorie Vlogs eine sehr, sehr große Kategorie und dementsprechend sind natürlich auch sehr viele, sehr gute Vertreter vorhanden. Wir haben ja gehört, 107 oder 127, ich habe es nicht mehr im Kopf, haben sich beworben. Das heißt, dass alle Nominierten in dieser Kategorie an diesem Abend sich schon gegen eine ganze Menge Kanäle durchgesetzt haben. Ja, und dementsprechend könnt ihr euch auch schon jetzt eigentlich alle als Gewinner bezeichnen. Und egal, ob ihr jetzt den Preis am heutigen Abend nach Hause nimmt oder nicht, ihr könnt definitiv wirklich stolz auf euch sein. Also erstmal einen Applaus für euch nochmal. Und wichtig finde ich auch, verliert niemals die Motivation und eure Neugier, Vlogs zu produzieren. Und was am wichtigsten, glaube ich, ist in der Hinsicht ist, bleibt immer ihr selbst. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mal den schönen goldenen Umschlag auf und verkünde, dass der Gewinner der Kategorie Vlogs, der Kanal, leider nicht Wir nehmen Lifestyle heißt. Ich kürze euch das hier ab, weil danach noch der Preisgewinner bekannt gegeben worden ist und das ist alles nicht so spannend. Gewonnen hat Reiseskizzen, auch nochmal hier an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Für uns hat es leider nicht gereicht. Die Show war in Essen. Wir konnten leider natürlich nicht dabei sein, weil wir in Neuseeland in Dunedin auf einem Parkplatz wie die Sardinen eingepfercht waren und das Ganze ganz früh morgens auf dem Handy angeschaut haben. Dementsprechend trotzdem schön, dass wir nominiert waren und das ist jetzt auch das Ende von dem Video. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.